Mädels und herzlich willkommen zu einem neuen Beauty-Video von mir. Ich hoffe natürlich, euch geht's allen gut. Auf jeden Fall, falls ihr euch fragt, wo ich gerade bin, ich bin in Thailand. Und wir machen jetzt eine Candy-Challenge, weil hier gibt es ein 7-Eleven und da haben wir ein paar Sachen gekauft. Extra Sachen, die es in Korea und Deutschland nicht gibt, damit es so cool ist. Yes. Mach mal die Augen zu und wähle selbst. Achso, möchtest du dich erstmal vorstellen? Also, moin, ich bin Melissa. Okay, mach die Augen zu. Du hast gerade geschaut und dann die Augen zu, ne? Ja, aber... Boah, das ist so langweilig. Egal. Okay, also, das hier sind so Tomatenchips, glaube ich. Keine Ahnung. Das geht. Nee, ich das riecht ein bisschen wie diese Tomato Brombeeren. Kennst du die? Cheers. 3, 2, 1. Ja, aber die schmecken echt voll gut. Gute Thai-Snack. Ist das sogar aus Thailand? Steht es da? Da steht was auf Thailändisch. Ja. Nein! Nein! Das ist halt einfach zu groß! Ja, okay, dann nehmen wir die jetzt erstmal. Okay, wir haben nochmal solche, aber in Paprika-Geschmack. Die riechen einfach eins zu eins genauso. Ja? Die sehen auch so aus. Ja. Yes, girl! Schmecken auch geil. Okay, die schmecken sogar besser. Kann man auch machen. Dem hier gebe ich eine 8 von 10 und dem hier eine 9 von 10. Ich glaube, ich fand die Tomato ein bisschen besser. Der Tomato gebe ich 8 von 10 und den anderen 7 von 10. Oh mein Gott. Juhu, Cheesecake! Oh mein Gott, können wir bitte Wasser dabei trinken? Ich habe Angst, dass irgendwas richtig Ekelhaftes. Sprudelwasser besser. Aber Leute, habe ich schon erzählt, Melissa hat so eine ganz komische Sucht. Die kann nur Sprudelwasser trinken, wenn es so richtig sprudelig ist. Ich kann das nicht. Oh mein Gott, ich freue mich schon so sehr auf diese Rose hier. Die sieht sehr zuckerig aus. Ich weiß, was ich denke so. High Calories. I, ist da Ei drin? Nein, hör auf. Nein! Ich habe das gerade gesehen und da ist so ein Ei mit drauf. Seht ihr, da ist gar kein Bock. Sieht man das? Nee. Doch. Guck mal, Leute. Du darfst den ersten Biss machen. Ich will nicht. Ja, ich weiß, aber du machst trotzdem, weil du hast ausgesucht. Man sieht das so gar kein Bock. Kann man machen, schmeckt eigentlich nicht so schlecht. Weiß ab. Ja. Hä, schmeckt mach mal einen Käsekuchen, oder? Also, du hast aber nicht mal den Boden gegessen. Mach mal beides zusammen. Ich finde, der schmeckt voll in Ordnung. Für Leute, die Käsekuchen mögen, kann das cool sein. Schmeckt ganz gut. Ich habe jetzt gedacht, es wird zu käsig auf einmal schmecken. Ich glaube, es schmeckt kein bisschen nach Käse. Es schmeckt halt nach Käsekuchen. Oh mein Gott, das war doch ein bisschen ekelhaft. Ich gebe den ganzen nur 4 von 10. Ich finde 6 von 10 kann man auf jeden Fall machen. Okay. Ich suche jetzt einfach was auf. Okay, nein. Auch so. Mach. Oh, okay. Matschi. Wir haben so einen pinken Matschi gefunden. Ich finde, der ist so schlecht. Strawberry Jam. Ich mag keinen Strawberry Jam, ehrlich gesagt. Ja, du auch. Oh. Ich glaube, das ist schon vergammelt oder so. Nein, schimmer bisschen. Ja, ich finde, das schmeckt auch voll geil. Wo ist denn Strawberry Jam? Keine Ahnung, vielleicht noch weiter drin. 8 von 10. So sieht das Ganze aus. Also das ist hier so ein Mochi und innen drin ist so eine Cremefüllung. Und ich glaube, innen drin ist dann nochmal Erdbeere, aber da sind wir jetzt noch nicht reingekommen. Mach die Augen zu. Hast du extra gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist irgendwie, glaube ich, sehr bekannt in Japan. Kokachi? Kokachi? Das letzte Mal, als wir diesen Korea Candy Challenge gemacht haben, war ich auch so enttäuscht von den ganzen Süßigkeiten. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das thailändische Candy Challenge nennen werde, aber es sind fast gar keine thailändischen Süßigkeiten. Die meisten sind irgendwie aus Japan. Keine Ahnung. Wie würdest du das? Nein! Du! Hab ich schon gezeigt, wie das aussieht? Eben. Ja, oder? Ist das Reiscake? Ja, ich glaube schon. Hm, schmeckt ganz in Ordnung. Probier mal. Ist das der Rockzucker? Keine Ahnung, aber schmeckt gut. Ich glaube, das ist so eine süße Sojasauce oder so. Was schaffst du so? Ich gebe dir eine 9 von 10, das ist echt voll in Ordnung. Ich mag das, was da oben drauf ist.
Also ich habe jetzt nicht so hohe Ansprüche hier, deswegen. Also ich würde jetzt ein Schokoeis. 3 von 10. Im Vergleich zu einem Schokoeis würde ich dem Ganzen nur eine 5 von 10 geben. Aber ich vergleiche das jetzt nicht mit Schokoeis, sondern einfach mit den Erwartungen, die ich hier habe. Oh mein Gott! Melissa, Schokomilch! Das ist so uninteressant, du wolltest einfach Schokomilch trinken. Ja. Aber Leute, guck mal, da ist ein Ding drauf. Wer ist das? Lumanda? Juhu! So, ich probiere einmal. Als hätte ich noch nicht probiert. Ich hab's wirklich schon nicht probiert. Ein Eiskapfen. Zeig mal deine Schokomilch. Tada! Hasenspeldung, yay, yeah, yay! Yeah. Also. Das hat ich ja auch gedacht, das ist aber normal bei mir. Das ist bestimmt auch schlecht geworden, das sollte man nicht tun. Nein, ich dachte, ich trinke das alles einmal noch aus. So. Okay, Taste Test from Dani. Ja, die ist lecker. Schmeckt ein bisschen wie irgendwas Koreanisches, hab's aber vergessen. Schoko-Uyu einfach. Ja, aber. Nein, aber nicht normale Schokomilch, sondern von irgendwas anderes. Und mir fällt es gerade nicht ein. Ich hab's vergessen, aber es schmeckt sehr gut. Das schmeckt wirklich gut. Mhm. 10 von 10. Ich hab wieder alles angeguckt, aber egal. Hab wieder vergessen. Ja! Oh mein Gott, Leute! Das habe ich ausgesucht. Das ist so eine Packung. Da kannst du so ein Eis selber zusammenstellen. Das habe ich ausgesucht. Ich habe das doch unten gesehen. Und du so, oh mein Gott, voll cool. Ja. Ich habe das ausgesucht. Echt? Ja. Ich erinnere mich nicht mehr von mir aus. Dann kommst du die Credits. Aber normalerweise sucht Dani immer solche Sachen aus. Das stimmt. Aber das habe ich gefunden. Okay, wir haben hier ein Korn. Wir müssen uns das dann wahrscheinlich teilen. Pack das mal aus. Und dann haben wir hier so verschiedene Flavors. Man kann es da so reindrücken, glaube ich. Nein. Oh mein Gott, verschiedene. Guck mal. Das wird so echt jetzt? Okay. Aber wir halten mal den einen jetzt. Ja. Ah, es gibt auch andere verschiedene Farben, Leute. Oh mein Gott, wie süß! Nein! Nein! Schaut mal, Leute! Da ist noch ein blaues. Ja. Wow! Jolo. Welche Farbe war denn von hier nehmen? Blau? Mann, was ist das Pinke? Wir nehmen das Blau. Oh, warte mal. Das sind Perlen. Wir brauchen zum Pressen. Wie kriege ich das jetzt auf? Oh weh, man braucht eine Schere, weil wir haben keine. Melissa, mach mal dein Ding. Mein Rasierer, ja. Schneid mal einmal hier. Von deinem Rasierer hat mein. Ah, komm, was raus? Nein, ich schlafe auf der Seite, Leute. Scheiße. Hallo! Ich sehe halt nicht, was du da machst. Presse! Leute, so sieht unser Eis aus. Leute, so sieht unser Eis jetzt aus. Und wir machen da jetzt noch Streusel drauf. Okay. Aber pass auf, da kommen dann zu viele raus, Mann. Ah! Reicht? Ja, ich glaube, das reicht. Okay, Leute, schaut mal, so sieht unser Eis jetzt aus. Also, das ist jetzt nicht so perfekt, aber wir haben unser Gast das Bestes gegeben. What do we try next? Wir haben nur noch 4 Sachen. Ist auch besser so. Ja. Ich hab's nicht mein Wasser. Oh mein Gott, ein Eichhörnchen, guck mal. Ich glaube, das ist ein Apfel. Nee, ein Eichhörnchen. Oh mein Gott, Eichhörnchen. Ja, wir sind ja in Thailand. Ich brauche doch nicht in Bangkok. Ja, keine Ahnung. Ob ich gleich in einem Zoo oder so. Okay, mach mal. Wir haben so einen Jelly gekauft. An die ist da Kollagen drin, weil was das genau wegen soll, keine Ahnung. Junge Leute. Halten wir. Hast du nötig? Nein! Ich fand. Es riecht nach Alkohol. Nein, chill mal. Oh! Warte. Ah, boah, wisst ihr, mit Melissa zu schlafen ist richtig schlimm, weil sie immer ihre Füße, die richtig kalt sind, an deinen warmen Körper legt. Ja, irgendjemand muss hier meine Füße wärmen. Oder sie legt Zeit, das kommt nicht über meinen Körper. Ich denke mir so, was ist das sein? Okay, also. Ich hoffe, ich könnte das jetzt nicht mit der Flüssigkeit raus, weil da ist auch so eine ganz komische Flüssigkeit drin.
Wow. Schaut mal, Leute, wie funny das aussieht. Das ist einfach so wabbelig. Okay, ich teste mal. Das ist voll geschmacksneutral. Aber es schmeckt jetzt nicht so geil. Test. 4 von 10. Ich geb dir nur so 2 von 10. Das ist schon ein bisschen anders, egal. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Ich habe die echt für TikTok gekauft, deswegen müssen wir die großen jetzt auch rauslassen. Aber das sind wohl so Kristalle, die man essen kann. Und in Blumenform. Ich freue mich so sehr. Die sollen crunchy sein. Ja. Das ist das Einzige, worauf ich mich freue zu essen, Alter. 10 Stunden später. So sehe ich aus. Okay, lass doch einmal. 3, 2, 1. Voll cool. Also sie schmecken nicht. Sag ich euch ehrlich, schmeckt scheiße. Das schmeckt so scheiße! Wie kannst du das essen? Oh ja. Mein Gott, oh mein Gott, Leute, das war etwas, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Außerdem ist es innen drin so Jelly-artig. Ich dachte, es ist auch ein Aus-Crunchy. So von der Konsistenz her und so, aber würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Wir machen als nächstes das hier weiter, weil das Schlimmste heben für den Ende auf. Das ist... Ey! Achso. Ich muss einmal auf den Bildschirm blicken. Nein, das wird anstrengend. Egal, Leute, das hier ist das nächste Getränk. Ich hoffe, man sieht es. Ich habe keinen Bock zu fokussieren. Das ist ein Peach-Flavor-Getränk. Das probiert mal zuerst. Eher, liebe wieder. Soll ich jetzt wieder als Erste? Ja, ich habe so Bauchschmerzen von allem. Ich glaube, ich kann nie wieder was essen. Ich trinke das nicht als Erste. Ich glaube, das ist weg. Hä, das riecht doch voll geil. Ich weiß nicht. Ist vergammelt. Ist vergammelt? Ich probiere es dann lieber nicht, ne? Vielleicht ist es auch nicht vergammelt, aber da war so viel Schaum oben drauf. Es schmeckt komisch. Na gut, ich probiere es nur fürs Video, Leute. Mach aber nur ganz, ganz wenig. Okay, es ist nicht vergammelt. Aber... 10 von 10. Oh, mir ist so übel. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Essen kann. Wir müssen. Oh, es ist so ekelhaft. Ey Leute, das ist das Letzte, aber guck mal, da ist irgendwie Ei oder so. Warte, geh mal hin und zeig das mal richtig. Oh Leute, I don't think that's good. Ich glaube, das ist nicht gut. Lass uns einfach beeilen, dass das hinter uns steht. Aber vielleicht sieht es auf einmal doch geil, man weiß ja nie. Hättest du mir nicht gesagt, dass das mit Ei ist, ich hätte einfach gedacht, dass aber das hast du doch selber gesehen. Mango ist oder so. Nein, riech mal dran. Oh, das riecht sogar so. Du musst richtig reinbeißen. Chill mal bitte. Ich nehme auch eins. Nein, immer dasselbe. Ich will nicht so viel verschwenden. Boah, oh mein Gott, das schmeckt so ekelhaft. Das ist so viel. Das wird die Haut gegessen. Das schmeckt scheiße. Na, warte, schau mal, ob da drin irgendwas ist. Ja, war es eine Eifüllung. Aber man sieht das nicht richtig. Alter, ist das disgusting. Sorry, aber. Wer isst sowas? Jetzt mal ohne. Lass mal unsere Nachbarn fragen, ob die das haben wollen. Ja. Wir geben das dem Typen von Dubai. Ja! Erzähl mal die Geschichte von dem Typen. Uns hat irgend so ein Typ aus Dubai in einer Mall angesprochen und der war so richtig cringe. Der hat so gesagt, call me daddy und... der hat uns auch Baby genannt. Ja. Und er meinte, der kauft uns Tickets nach Dubai, damit wir ihn auf seinen Geburtstag besuchen kommen können. Und er hat uns erklärt, dass er insgesamt 4 Frauen haben kann. Und dass wir seine 2 nächsten Frauen bitte werden sollen. Ja, nee, danke, Alter. Naja, okay, wir haben alles probiert, Leute. Leute, mir geht's gar nicht mehr gut. Trotzdem danke, dass ihr euch das bis zu diesem Punkt angeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, weil uns hat es ganz sicher nicht gefallen. Ich habe so Kopfschmerzen. Jetzt, nein, ich meine komplett ernst, ich habe wirklich Kopfschmerzen. Das Essen ist doch eklig. Das war so ekelhaft. Ich finde, wir haben jetzt wirklich einen Daumen nach oben verdient. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt. Beziehungsweise von mir. Wow. Ja, du bist auch paar noch mit dabei. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Tschüss.